Memendu vorbereiten. So, Sex. Was? Oh, jetzt. Eben. Sieben! Verdammt! Ich bin unkonzentriert. Verdammte Scheiße. Na, ja, ist ja nicht schlimm. Memendu aktivieren. Das riecht wieder nach Verwesung. Wo sind wir? Eva? Eva? Was? Was zum Teufel ist das? Abgründe seiner Seele, was? Oh, Scheiße. Seine nächste Erinnerung. Schön. Warum sieht sie wie in La Buddha aus? Gute Frage. Die Erinnerungen verbinden sie sich. Sie verbinden sich miteinander, nicht richtig. Muss ich von meiner Fehlfunktion der Maschine handeln? Schon wieder. Beim letzten Update war die Behauptung, sie sei nun für mindestens ein halbes Jahr idiotensicher. Ja. Unsere IT-Abteilung besteht aus lauter Schwachköpfen. Ja, wie meine. Nee. Egal. Halb so schlimm. Die dienliche Zeit haben wir abgespeichert. Damit können wir es schon hinkriegen. In Ordnung, aber ich werde ihm nichts über das hier erzählen. Solange wir erfolgreich sind, muss er es auch nicht erfahren. Also dies der Abgrund der Seele hier. Tja, ich glaube, das war's. Wir können hier nichts tun. Bereit für die Finalisierung? Ladies first. Zu schade. Ich hätte gern mehr erfahren. Also irgendwas? Irgendetwas stimmt hier nicht, liebe Freunde. Irgendetwas stimmt da hinten und vorne nicht. Zweiter Akt. Milliarden von Leuchttürmen, die festsitzen am anderen Ende des Himmels. Halten Sie bitte Abstand. Sie werden nicht einfach aufwachen, aber sie brauchen volle Konzentration. Und das ist alles, was ich alle noch weiß. Tja, tut mir leid. Ich bin wohl keine große Hilfe.
Dann muss das so reichen. Okay, jetzt müssen wir nur noch den Mönch mit ihren frühesten Kindheitserinnerungen verbinden. Dann legen wir den Schalter um und voila! In Hand umdrehen, stehen sie auf dem Mond. Ich habe eine Frage. Wenn sie Lily verschwinden lassen können, dann bedeutet das, sie können die Welt verändern. Warum tun sie das nicht einfach? Noch einmal und erfüllen mir meinen Wunsch gleich hier und jetzt. Das würde funktionieren, wenn diese ihre wahren Erinnerungen wären. Was soll das heißen? Was soll das denn heißen, hä? Was ist das hier denn? Was bin ich? Nur eine Kopie, eine Leinwand, auf der wir arbeiten, wenn Sie so wollen. Was Sie selbst angeht, sind nur ein... Wie soll ich das erklären? Sie sind nur ein Algorithmus, abgeleitet aus Johnny. Gut genug für ein Abbild von ihm, aber längst nicht vollständig. Alles, was Sie tun können, ist dieses Bild auf logische, schlüssige Weise zu bearbeiten. Wenn wir dann Ihren Wunsch in Ihre Kindheit übertragen, generiert die Maschine ein neues Leben für Sie. Eines, in dem dieser Wunsch Ihres Verhaltens bestimmt. Dieses Ergebnis schreiben wir dann in das Gedächtnis des echten John. Sie sehen also, selbst wenn Sie zufrieden mit uns sind, bleiben Sie doch nur ein Read-Only-Programm. Ich meine, wir könnten Sie resetten, so oft wir wollen. Ja, ein überschreibbares Programm halt, nicht? Und? Das reicht. Ach, sei nicht so empfindlich. Er ist eh nicht real. Machst du, weißt du, nicht real. Und wir können Ihnen alles erzählen. Und ja, dann drücken wir Knopf und morgen. Hulf. Wenn du das wirklich glaubst, warum machst du dir denn überhaupt die Mühe, ihm es zu erklären? Stimmt. Ich versuche nur Zeit zu sparen. Gehen wir. Oha, oha. Ups. Doktor? Ist es das, was ich wirklich bin? Was ist das denn jetzt? Ah. Die Arbeit an der ganzen Nacht. Fehlt noch zur Hälfte. Was zum... Du hättest mich wenigstens... Entschuldigung, ich versuche noch... Ein kleiner Sammel von... Du hättest mich wenigstens... Entschuldigung, du hättest mich wenigstens vorwarten können. Ich kann es nicht. Ja, cool. Entschuldigung. Kontinence. Kontinence, Freund, Kontinence. Ein Schluck trinken.
Okay. Gut, jetzt geht's wieder. Ich kann es nicht leugnen. Ich gehe einfach mit dem Kopf voran. Ah, oh, Entschuldigung, das sieht so pervers aus. Ich kann es nicht leugnen. Ich gehe einfach gerne mit dem Kopf voran. Ich würde ja fragen, ob das ein Schatz sein soll. Aber ich habe Angst vor der Antwort. Entschuldigung, das konnte ich nicht laut. Ziehen wir es durch. Ich komme mir in dieser Gestalt dumm genug vor. Alles, was Sie tun müssen, ist dein Wunsch, von der späten Erinnerung zu frühesten zu transferieren. Aha. Okay, wir müssen jetzt... Was hier gehen? Okay. Hä? Okay. Zwei passende Mementos müssen an den Kanten zusammentreffen. Dann kann das Verlangen transferiert werden. Okay. Zwei passende an den Kanten. Okay. Wulf, 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 Wulf. Ach nee, das muss ja alles voll werden, ne? Ja klar, das muss ja alles. Hä? Hallo? Ja, ist halt ungefähr hin, oder? Denke ich. Hä? Jetzt muss hier Blume, Blume, Regenschirm. Hier haben wir Olive. Aha. Okay, da brauchen wir jetzt mal ein Stückchen. So, Hose. Hose, Hose? Nein? Nein? Okay, dann war die Blume hier oben schon richtig, denke ich mal. Und nee, warte mal. Warte mal. Komm her, ja. Aber warum wird sie oben nicht zusammenschließen? Oder muss das wirklich alles bloß so einigermaßen versteckt sein? Wir probieren es einfach mal. So, wir machen das mal hier rauf. So, und dann verknüpfen wir mal alles hier. So, hier haben wir Oliven. Okay, das bringt nichts. Okay, dann ist das schon mal falsch. Hast du gerade was getut? Hä? Hey, Eva, guck mal. Wum, 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 wum. Das ist ein Hornochse. Im Ernst? Ah, scheiße, zurück. Das ist ein Rindviech hoch 3. Das lösen wir, liebe Freunde, das lösen wir. Oh.
wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach mal einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr möchtet, dürft ihr mich auch gern abonnieren. KP Let's Play sagt Dankeschön.